So, wir haben jetzt eigentlich nichts weiter gefunden außer eine Crowbar und was zu trinken. Können wir vom Blitzen getroffen werden? Weiß das jemand? Würde mich echt interessieren. So, können wir hier noch in den Containern was gucken oder... Da können wir sogar noch was gucken, ja. Dann machen wir das mal. Ob die Leute hier was weggeschmissen haben, was man gebrauchen kann. Nicht wirklich. Nischt, 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 nischt. Okay. Na gut. Komme ich hier rüber? Ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Da hinten ist die Stadt. Das wird wahrscheinlich der größte Fehler wieder sein. Aber davor sind noch ein paar Häuschen, sehe ich. Denn... Aber hier war irgendwo gerade der Zombie gewesen, ne? Was heißen könnte, dass das ziemlich in die Hosen geht. Mich würde jetzt mal interessieren, ob das Messer besser ist als Nahkampfwaffe oder ob das Brecheisen besser ist. So, der Pilz sah gut aus, den muss ich essen. Ich hoffe, ich vergesse nicht irgendwann mal das Messer mitzunehmen. Wird mir bestimmt passieren. Aber irgendwo war hier ein Zombie. Zermetzeln? Brauchen wir nicht, wir haben eh keinen Platz in der Tasche. Wir bräuchten irgendwie noch ein paar Klamotten, die wir anziehen können. Und gut, dass wir eine Regenjacke anhaben. Haben wir genau zur rechten Zeit gefunden. Genau da, wo es angefangen hat zu regnen. Boah, ist so cool. Ist das geil. Und was haben wir da? Was steht da? Sieht aus wie ein Sendemast. Wahrscheinlich werden wir jetzt vom Roboter umgebracht. Sieht nämlich sehr technisch aus hier. Ist das cool. Es sieht sehr technisch aus und das bringt gar nichts. Super. Wir mussten der Straße folgen, ne? Ja, ja. Aber wir kommen da direkt in die Stadt und das wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Vor allem mit einer Kondition, die auf 3% runter ist. Das wird nicht gut sein. Was ist das hier? Sieht aus wie so ein Moschuspilz, ja? Komm, hau rein. Wir probieren hier mal alles auszuessen. Das schmeckt gut. Küchenmesser. Gut, ich denke mal, unser Messer ist nicht das Beste, was wir haben. Damit werden wir kein Zombie großartig verletzen können. Wer bist denn du? Du bist Wildilit? Der tut mir nichts, oder? Ich habe eine Crowbar in der Tasche. Komm mir zu nah und du wirst die zwei spitzen flachen Teile spüren. Die Drohung hat gewirkt. Juhu! So, da haben wir wieder so ein Haus, aber meine Befürchtung ist, dass wir da wieder nichts finden. Ach, kann der rote Punkt und der grüne Punkt sein? Weil den roten Punkt hatten wir, wo wir im Minus waren und jetzt sind wir im Plus. Oh, ich sehe da was, ich sehe da was, ich sehe da was. Oh, Mistgabel. Und wir haben das Messer noch in der Hand. Wir haben eine richtige Waffe. Ist das cool. Jetzt können die Zombies kommen. Jetzt kriegen sie richtig einen auf den Arsch. Was ich vergessen habe, guck mal, da kann man hochgehen. Das habe ich bei den ganzen anderen Hochständen zwar gesehen, aber... Immer vergessen. Plastikschere. Gut, uns ist ja gar nicht so schlecht. Zumindest uns ist besser als die, die wir jetzt hier gefunden haben. Hasel. Samenkörner essbar. Hau rein. Wir sind ja sowas von hungrig. Wir haben immer noch die Dose bei. Brauchen wir die? Ist wahrscheinlich das erste, was wir wegschmeißen können, ne? Wenn wir was Besseres finden.
Wo gibt's denn da oben was? Wahrscheinlich haben wir die besten Sachen überall liegen lassen. Kann man schlafen? Nee, kann man bestimmt nicht, wa? Da ist nichts. Nichts. Okay. Lohnt sich auch gar nicht hier hochzugehen. Habe ich so das Gefühl. Na, nimm die Leiter, bevor wir uns hier ein Bein brechen. Möchte ich nicht. Und dann hatten wir doch hier irgendwo unser Messer fallen lassen. Bisschen kalt. Wie konnte man die Gesundheit sehen? Stoffwechsel. Ja, ihm ist kalt wahrscheinlich. Ja, ja. Anzahl der Zähne. Oh, wir haben alle Zähne. Okay, ich weiß natürlich nicht, was uns fehlt. Vor allem hier ENE. Ist das Energie? Müssen wir schlafen? Muss man hier schlafen? Was ist das denn? Die Mistgabe ist auf der 2. Gut. Also wenn ein Zombie kommt, können wir die 2 nehmen. Und ich denke mal, dann haben wir eine gute Waffe. Aber ich vermute immer noch nicht gut genug, um in sowas reinzukommen, oder? Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen, oder? Kann man die Karte eigentlich näher machen? Nee. Warum rennst du denn? Mann, du Kleiner. Hier ist aber keiner, oder? Also ich sehe zumindest zurzeit keinen. Weder ein Zombie noch so ein Roboterteil. Aber wir waren auch schon lange nicht mehr tot. Na, geh mal da hoch. Können wir die Aussicht genießen und gucken, was hier so rumläuft. Was hat das schon wieder für ein Problem? Konnte gerade nicht so lesen da. Haben wir da ein Shirt oder was? Haben wir jetzt auch mehr Taschen? Nicht wirklich. Und hatten wir, haben wir da was im Shirt drin? F? Warte mal, ich will nur mal gucken. Ne, mit Shirt haben wir nichts drin. Woran sehe ich denn, was besser ist? Ein normales Shirt, das auf den ganz normalen Welt getragen wird. Wo sind jetzt der andere? Der ist jetzt weg, oder wie? Der liegt unten. Wollen wir vergleichen, ob jemand wärmer hält oder so. Wo ist hier irgendwas? Wundert mich, dass hier so eine Riesenbasis ist und ja, keine Wache da ist oder so. Meine, uns soll es nicht stören, oder? Gucken wir uns das Ding mal an. Aber erstmal vergleiche ich mal die... Oh, Schnück. Will mal kurz die Jacken vergleichen hier. Ja, auf einer Insel sind wir. Okay. Habe ich das schon mal richtig verstanden. Und er hat jetzt das in der Hand, warum auch immer. Das können wir halftern. Und du nimmst das Messer mit. So. Dann gehen wir einfach da mal hoch, wa? Da sah aus, als ob wir rein können. Ich hoffe, wir brauchen keinen Schlüssel. I'm hungry, ja. Kriegen wir nicht auf, oder was? Kriegen wir nicht auf. Ich will da aber rein. Lasst mich rein. Ich bin ein Niemand, lasst mich rein. Kommen wir hier hinten vielleicht irgendwo rein? Nö. Wo kommt man da nicht rein? Und warum regnet es hier durchs Dach? Fragen über Fragen.
Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf den Turm. Wir haben ja da wenigstens ein T-Shirt gefunden. Vielleicht finden wir ja hier auch noch ein Höschen oder so. Das ist natürlich das Einzige, was ich auf so einem Turm finden möchte, irgendwelche Klamotten. Davon gehe ich aus, wenn ich auf so einen Turm kletter, gehe ich davon aus, dass ich was finde. Baumwoll-Kapuzenpullover. Genau. Und da können wir richtig Sachen reinmachen. Könnten wir da auch die Dinger reinmachen? Nee, die da Sachen können wir da nicht reinmachen. Ja, vielleicht können wir das Messer da jetzt reinpacken. Achso, hier ist die Tür, ja. Okay. Mehr ist hier nicht, ne? Nö. Dann kommen wir wieder runter. Warte mal, kann man da auf dem Dach irgendwie rein? Nee. Müssen wir dafür einen Schlüssel finden? Weil er zeigt ja eine Hand an, aber nicht, dass es da aufmachen kann. Da hinten ist auch noch so ein Gebäude. Einen Stein will ich nicht mitnehmen, aber ich möchte mein Messer wieder haben. Kann ich das Messer kann ich da reinpacken? Super. Kann ich die hier auf Schnellzugriff machen? So. Falls uns was angreift, mein Messer ist jetzt endlich sicher. Wahrscheinlich schmeißt er jetzt die Mistgabel weg oder das andere Ding. Zigaretten. Droppen, kicken. Können wir daraus was bauen? Nö. Was bringen mir Zigaretten? Also mir persönlich weiß ich, was ich damit mache. Pickup, droppen. Ja, aber ich kann ja nicht rauchen, ne? Aber brauche ich... Oh, was liegt hier? Munition. Die nehmen wir mit. Brauchen wir nur noch eine Waffe. Die wir wahrscheinlich nie finden werden. Taserband kann man bestimmt gut gebrauchen. Die Limo-Dose kommt weg. Die haben wir doch auch ausgetrunken, oder? Bis zu alle. Müssen wir doch nicht mitschleppen. Okay. Sonst sehe ich hier nichts weiter. Dann gehen wir wieder raus. Ja, gut gerannt. Können wir hier in die Container rein? Ne, die können wir nicht mal aufmachen. Hier ist ein offener Container. Da ist aber leider nichts drin. Schade. Gut, die Container sind hier. Dann gehen wir mal da hinten zu dem Bunker. Das sieht zumindest aus wie ein Bunker, oder? Wir kriegen die Dinger nicht auf. Vermute mal von der anderen Seite dann auch nicht. Aber ich will es natürlich ausprobiert haben. Und hier können wir natürlich auch noch hochgehen. Aber ich bin froh, dass wir nicht permanent jetzt alles aus der Hand schmeißen. Finde ich so angenehm, dass wir unseren Wollpullover gefunden haben. Open. Und da haben wir einen Schlagstock, wa? Und da unten Munition. Munitionskiste, okay. Wo haben wir den Schlagstock? Den hat er jetzt natürlich wieder in der Hand, ne? Hm. Wäre natürlich interessant, was besser ist. Ein Schlagstock oder Gummiknüppel ist eine annähernd zylindrische Knüppel aus Holz, Gummi, Kunststoff oder Metall. Er wird von Polizisten, Justizvollzugsbeamten, Wachleuten, Militärpersonal zur Brechung von Widerstand und als Verteidigungswaffe mitgeführt. In vielen Kulturen gilt als Sinnbild der Gesetzeshüter, Schlagstöcke werden selten in der Absicht genutzt zu töten. Ja, ist der denn wichtig? Weil wir haben ja hier keine anderen Gegner, sagen wir. Und so ein Zombie würde ich ja dann doch schon gerne töten. Gut, er lässt ihn jetzt eh hier oben. Ich glaube, einen Schlagstock brauchen wir nicht. Also ich sehe den Nutzen da jetzt nicht drin. Da draußen haben wir Mülltüten. Kommen wir da mal kurz rüber. Ich will nochmal kurz reingucken. Hier auch. Steine. Fantastisch.
guck mal, da kommt man auch hoch. Da müssen wir da nochmal rein. Wer weiß, was da oben ist. Habe ich gar nicht gesehen. Wahrscheinlich ist da oben was richtig Cooles. Was ist da? Achso, das ist der... Die Antenne. Wir sind ja 71, da gab es noch so eine Antenne. So, die Häuser sehen nun nicht gerade dolle aus hier. Aber wer weiß, was sich da drin versteckt. Zum Beispiel eine Mütze. Ein gewöhnlich Cappy, wie man sie bei Baseballspielen trägt. Naja, komm, equipped. Friert der Kopf nicht mehr so. Ja, Papier weiß ich nicht. Brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Gibt es irgendwelche Notwendigkeiten, Papier mitzunehmen? Ein Feuerzeug. Jetzt können wir aber eine rauchen. Drop, equipped. Feuerzeug ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn man dabei hat, ne? Panzerband finde ich eigentlich auch gut. Die Pillen auch. Stofffetzen brauchen wir wahrscheinlich, um uns zu verbinden. Ich würde die Zigaretten wegpacken und dafür aber das Feuerzeug tatsächlich mitnehmen. Falls man sich ein Feuer unterwegs machen muss oder so. Die Lupe, ja, sehe ich den Nutzen jetzt nicht. Da waren wir schon dran, ne? Aber vielleicht ist eine Lupe das, was man unbedingt braucht. Ist da oben noch irgendwas? Wir gehen einfach mal hoch. Wir sind ja hier, um ein bisschen zu erkunden, um das Spiel kennenzulernen. Und da oben mache ich mal ein kurzes Päuschen, wenn das überhaupt funktioniert hier. Wahrscheinlich nicht, weil das auf dem Server läuft, ne? Aber ich würde schon gerne mal eine rauchen. Wie ist denn das überhaupt, wenn ich das Spiel jetzt verlasse? Ist meine Person denn trotzdem so ausgerüstet? Hier ist ja wunderbar. Oh, oh, ho, 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 ho. Was hast du da? Das haben wir in der Hand. 4 Schüsse drin oder was? Hunting Knife. Karton. Kaliber 22. Passen die? Geil. Wie schieße ich damit? Jetzt mal kurz gefragt. Sieht aus wie so eine Arena. Da war so ein Boxkampf-Dingsbums. So, können wir kurz Pause machen. So, ich bin gleich wieder da. Ich mache jetzt mal kurz Pause. Und ja, bis gleich.